In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um Infektionen an der Hand. Da gibt es die kleinen Wunden, die schnell wieder abheilen, aber sogar solche kleine Wunden können schon schwerwiegende Folgen haben, wenn sich eine Infektion ungehindert ausbreiten kann. Da wird es dann auch mal lebensgefährlich. Mehr dazu erfahren wir jetzt vom Handspezialisten der Hessing Park Klinik, Dr. Ulrich Frank. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ja, kleine Ursache, große Wirkung, oder? Also so eine ganz kleine Verletzung, wenn sich das entzündet und der Körper nichts dagegen tun kann, dann breitet sich das aus. Ja, wobei man grundsätzlich sagen muss, es ist ja schon ein Wunderwerk, wie unsere Haut als Barriere für die Millionen von Bakterien, die pro Quadratmillimeter zu finden sind, funktioniert und wie selten es eigentlich wirklich zur Infektion kommt. An der Hand haben wir ein paar Spezialitäten aufgrund der besonderen Anatomie. Wir haben keine große Deckung darüber. Denken Sie an die Streckseite, da ist Haut und dann kommt ganz wenig Verschiebegewebe und schon ist die Strecksehne da und darunter der Knochen. Bakterien haben hier sehr schnell die Möglichkeit, in die Tiefe zu kommen und sich dann auch über bestimmte Straßen auszubreiten. Auf der Beugeseite ist das noch mehr ausgeprägt. Da haben wir Verbindung der Beugesehnenkanäle. Und ein Infekt kann von einem Kanal zum anderen springen und das ist eine ernstzunehmende Problematik. Das kann ja bis zur Nekrose gehen, wenn es richtig schief läuft, ne? Ja. Wo der Knochen dann abstirbt. Ja, der Knochen und vor allen Dingen der Knochen dann auch infiziert ist und viele Antibiotika wirken im Knochen schlecht oder gar nicht. Da hat man dann nur noch Reserve-Antibiotika, die dann auch starke Nebenwirkungen haben und eine Osteomyelitis, wie wir das bezeichnen, eine Knochenentzündung ist keine lustige Angelegenheit. Ja, und eine Entzündung kann sich dann auch irgendwie hocharbeiten, richtig. Das Lymphsystem zum Beispiel. Richtig, ja. Das heißt dann alles Itis, weil immer, wenn sich was entzündet, ist es Itis, ne? Ja, so ist es ja. Wobei wir jetzt aber auch festhalten müssen, die meisten Infektionen an der Hand sind harmloser Art. Viele unserer Zuschauer kennen sicherlich das, was man umgangssprachlich als Umlauf bezeichnet. Kleine Rötung am Nagelfalz. An dem Nagelbett da oben, ne? Ja, ganz genau. Mhm. Die dann in kurzer Zeit größer werden kann, stärker, weil sie wird dann eine große Blase, kann sich Eiter drin füllen. Und das ist eigentlich so eine der Standardgeschichten oder die harmloseste Form einer Infektion. Wie wird sie behandelt? Also fachgerechte Eröffnung unter sterilen Bedingungen, das heißt, schon die Alten haben uns gelehrt, ubi pus, ibi evacua, heißt also, wo Eiter ist, soll man ihn öffnen, soll man die Blase öffnen, dass der Eiter ablaufen kann. Das ist gerade bei dem Umlauf. Ist auch selber zu Hause heiße Nadel reinstecken. Ja, eben nicht, ich habe gerade gesagt, fachkundig. Das wäre unter sterilen Bedingungen, sollte man das durchführen. Und dann muss man das auch am besten unter Lupenbrillenkontrolle, muss man gucken, dass keine Reste drin sind, exprimieren. Dann mit der potenten antibakteriellen, auch antibiotischen Salbe abdecken und regelmäßig Handbäder dann danach durchführen, dann heilt sowas auch sehr schnell ab. Mhm. Wird so etwas chronisch, kann es die Nagelwachstumszellen betreffen, dann die verstehen da gar keinen Spaß, die sterben schnell ab und dann gibt es einen Rillennagel, den wir dann nicht mehr korrigieren können. Dann ist ein Defekt im Nagel drin. Und sowas sollte man vermeiden. Rillennagel, das heißt, der ist so gewellt? Oder? Das heißt, wenn Sie Ihren Nagel von der Seite betrachten, ist er ja so leicht konvex. Mhm. Und die Rille wäre dann eine Konkavität, die sich von der Basis des Nagelbetts bis zur Spitze vorzieht. So eine Furche drin im Nagel. Ja, und das ist blöd, weil Sie können den Nagel immer richtig pflegen und schneiden und der bricht dann ständig und das ist blöd. Das muss nicht sein. Also man hat ja, zumindest ich, häufiger mal so kleinere Verletzungen an der Hand. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Gartenarbeit, Klettern, in Bergen unterwegs sein, Steine, sonst was. Also es ist immer irgendwo etwas Kleines. Das verheilt ja immer relativ schnell. Und auch wenn sich was kurz entzündet, hat der Körper eigentlich genug Kraft, das selber wieder zu heilen. Ja, in vielen Fällen schon. Aber denken Sie gerade an die Gartenarbeit. Was eines der wirklich unangenehmen Dinge sind diese blöden Dornen. Vor allen Dingen die Rosendornen, die gehen nämlich relativ tief unter die Haut drunter. Meistens versuchen die Patienten dann, ja, drück mal schnell den Dorn aus und sie erreichen das dann nicht mehr alles. Ja.
Und dann kann der Dorn da ziemlich unangenehme Infektionen auslösen, die dann schon ziemlich tief im Gewebe drin ist. Also gerade diese Gartenverletzungen, Dornenverletzungen sind wirklich nicht so ganz angenehm. Aber der Körper arbeitet das ja so langsam, auch mit Eiter zwar, aber arbeitet das ja raus, den Fremdkörper. Aber leider nicht immer. Ja, und es kann sich auch abkapseln, es kann in der Tiefe unten liegen. Und man unterschätzt auch oft die Länge des Fremdkörpers. Also am eindrucksvollsten war mal ein Segler, der kam und sagte, ja, er hat den Eindruck, da ist noch was drin. Und die Schwierigkeit ist, Holz in der Darstellung, in der Bildgebung ist sehr schwer darzustellen. Genauso so Kunststoffzeug, was da bei Booten verwendet wird. Im Röntgen sehen Sie es nicht, das ist röntgentransparent. Und im Kernspin sehen Sie eigentlich nur indirekt eine Entzündungsreaktion drum und können die das nicht richtig bestimmen. Und ich erinnere mich an diesen Segler, der kam, ja, er hat da irgendwie und er meint, und es wäre noch was drin. Und dann war es so ein langer Holzspreisel in dem Finger. Das ist ein Finger, das ist auch nicht so lange. Also es war wirklich eindrucksvoll und hochgefährlich. Ist es denn eine Gefahr, wenn das Immunsystem oder die Abwehrkräfte des Körpers nicht mehr so perfekt sind? Ja klar. Dann wird es gefährlich, oder? Dann hat es noch eine ganz andere Komponente. Ja. Und auch bei Kindern muss man sehr gut aufpassen. Ja, da sind dann gern so unangenehme Geschichten wie Segelstacheln in der Fußsohle drinweise im Sommer, im Badeurlaub auf den Segel getreten sind. Die sind ganz unangenehm, weil die Dinge abbrechen. Die kann man kaum als ganzes Stück rausziehen und können da viel Ärger machen und auch einen Urlaub richtig versauen. Das muss ja nicht sein. Ja. Ältere Menschen, ist es da auch ein größeres Problem? Ja, es gibt ältere Menschen, die eine fantastische Immunabwehr haben und es gibt halt welche, die jetzt nicht mehr so gute Abwehr haben und vielleicht dann auch nicht mehr so richtig pflegen können. Wenn sich jetzt so jemand einen Spreisel in den Fuß reinzieht, ist er halt von der Beweglichkeit auch nicht so, kann nicht so einfach auf den Fuß schauen und dann wird so etwas vernachlässigt und dann kann es mal schnell hochgehen. Ja. Wo wir auch aufpassen müssen, ist bei den Patienten, die jetzt Immunschwäche haben oder noch einen Diabetes dazu haben, wo dann entsprechende Infektionsherde um die Nagelfalz der Zehen auftreten können, eingewachsene Großzehen und sowas. Das sind gern Streuherde, die man beachten muss. Gibt es denn auch so Infektionen, wo man gar nicht weiß, dass man eine Infektion hat, sondern nur die Auswirkungen spürt, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Schüttelfrostfieber, und man weiß aber gar nicht, dass man eine Infektion hat? Ja, gibt es. Also 50%, habe ich gelesen, 50% der Patienten können sich nicht mehr an den Auslöser der Infektion erinnern. Wenn man nachfragt, das ist ein bisschen eine Frage der Anamnese, also wie erkunde ich mich, haben Sie Gartenarbeit gemacht? Nee, aber ach, den Zaun habe ich gestrichen. Ja, dann kann dann auch mal da so ein Holzspreisel drin sein. Im ersten Moment so, nö, habe ich nicht gemacht, aber dann erinnern Sie sich schon. Und da hilft ja dann auch nicht nur die Befragung, sondern auch die Inspektion. Und jede Infektion ist ja gekennzeichnet durch Errötung, durch eine Schwellung, durch Druckschmerzhaftigkeit. Inspektion ist das Anfassen und Anfassen, Fühlen, ne? Ja, genau. Genau. Machen Sie auch ein Labor, also Blutwerte und so weiter? Also Entzündungen macht man ja normalerweise beim Hausarzt auch immer nochmal ein Blutbild und schaut sich das also da an. Also jetzt bei so einem einfachen Panaritium, das ist seit zwei Tagen so ein Umlauf, der seit zwei Tagen besteht, der nach der Eröffnung sich Eiter entleert und die Blase dann offen ist, kann man das machen, ist meines Erachtens nach jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber wenn es tiefer liegende Infektionen sind, natürlich, klar. Und da sind wir dann auch auf potente Antibiotika eingesetzt. Und wie Sie ja wissen, ist es so, durch den leider sehr unsachgemäßen Einsatz von Antibiotika und vor allen Dingen leider in der Tiermedizin, auch in der Landwirtschaft, wo wir diese Antibiotika aufnehmen, dann über die Nahrungskette, entwickeln wir Resistenzen und es wird immer schwieriger für bestimmte Keime, multiresistente Keime, potente Antibiotika zu finden. Riesenproblem. Ja. Jetzt kommen wir mal zu den Operationen. Also jetzt nicht das, was ich mir zu Hause eingefangen habe, sondern bei einer OP. Also zum einen, kann das überhaupt passieren in einem sterilen OP-Raum, dass man sich dann da infiziert? Oder passiert das nach der OP bei der Wundversorgung? Oder wie kommt es überhaupt zu Infektionen nach Operationen? Also die Sterilität im Operationssaal ist natürlich durch Hochleistungsfilter so weit wie möglich gewährleistet. Aber wenn Sie absolute Sterilität wollen, müssen Sie in den Weltraum gehen. Und da müssen Sie erst einen finden, der Sie da oben operiert. Oder Sie müssen erst mal raufkommen. Also die haben Sie halt einfach nicht. Überall gibt es Bakterien. Sie gibt es auch natürlich im Operationssaal. Und je länger eine Wunde offen ist,
ist, desto höher kann die Kontaminationszeit sein. Das wissen wir alles, da achtet man drauf, da hat man Hochleistungsfilter, da deckt man ab, man desinfiziert das ganze Gewebe, also erstmal die Haut. Aber Infektionen können natürlich auch im Operationssaal passieren, viel häufiger passieren sie, aber im Nachhinein bei schon durchgeführte Operation, wo sich dann bei unsachgemäßen Verbandswechseln oder sowas Keime in der Tiefe ansiedeln und dann ihr Unheil anrichten. Oder häufige Geschichte auch intraartikuläre Injektionen. Also man bringt Medikamente über eine Spritze in ein Gelenk ein. Und da die Gelenke ein idealer Nährboden für Bakterien sind, können die sich rasend schnell ausbreiten. Und man muss dann tatsächlich gucken, dass man das rechtzeitig erwischt durch Spülung, also bei Kniegelenken zum Beispiel durch Spülungen mit dem Arthroskop, offene Spülungen bei Prothetik oder auch am Handgelenk. Man muss ganz aufmachen und dann richtig ausspülen. Ja, das gilt absolut. Literweise muss da Wasser durchgespült werden, um das infizierte Gewebe herauszunehmen. Und manchmal ist der Infekt so stark, dass es halt dann tiefer liegende Gewebeschichten betrifft. Und es gilt einfach die Regel, wenn Gewebe infiziert ist, muss es entfernt werden. Sonst hat man immer einen Herd, der dann rauskommt. Dann hat man richtig schwerwiegende Folgen. Dann hat man auch einen Gewebedefekt und muss unter Umständen dann über Gewebetransplantation später danach denken. Und die Gelenke, Sie sagten gerade, da können sich die gut verbreiten. Können die auch in Mitleidenschaft gezogen werden? Dass sie natürlich, dann und oft ist es leider so, dass die breiten sich da in dem Gelenk aus und bis der Patient ist, dann merkt man, das stimmt was nicht, das ist jetzt doch was anderes als nach der Operation. Das Knie wird dick und man hat, oder die Schulter wird dick, oder? In der Hand, das Handgelenk schwillt an und es kommt mir komisch vor. Und dann sind die meisten schon sehr weit fortgeschritten, diese Infektionen. Ja, also Antibiotikum hatten wir schon genannt. Was ist denn sonst noch möglich, wenn das auch gar nicht, zum Beispiel gar nicht anschlägt? Was kann man noch machen? Ja, das Wichtigste ist wirklich die chirurgische Wundtoilette. Also das Gebiet zu reinigen, zu spülen und das infizierte Gewebe zu entfernen. Mhm. Denn das wäre sonst ein steter Quell einer erneuten Infektion. Die wünscht man sich ja nicht, sondern man möchte ja dann wirklich schauen, dass das wieder in eine gesunde Heilung eintreten kann. Und Antibiotika sind wichtig, aber man macht eine Testung, entnimmt infiziertes Gewebe, schickt es ein in die Histologie, Pathologie und Bakteriologie und sie checken dann, gegen welche Keime vorliegen und ganz wichtig, gegen welches Antibiotikum sie sensibel sind. Es macht keinen Sinn, ein Antibiotikum zu geben, das, gegen das die Keime resistent sind. Ja, sie haben es ja schon gesagt, also selbst jemand, der noch gar nie Antibiotika genommen hat, kann die über Lebensmittel aufgenommen haben, kann trotzdem resistent sein. Zum Beispiel durch den Einsatz in der Landwirtschaft. Ja, ja, was eigentlich Wahnsinn ist. Prophylaxe, kann man da noch irgendwas tun, außer Hygiene? Ja, also wirklich, es ist tatsächlich so, was wollen Sie sagen, wenn Sie in den Garten gehen und Gartenarbeit machen, wäre Handschuh immer gut, weil ja Handschuh schon mal eine ganze Menge absichert. Gegen so ein Panaritium, regelmäßige Nagelpflege, was man nicht machen sollte, das Nagelhäutchen, das halt da über der Lunula ist, wird oft aus kosmetischen Gründen zurückgeschoben. Das ist aber eine Versiegelung dieser Stelle und da können, unter den Nagelfalz können dann keine reinkommen. Oder, und das ist die letzte Bemerkung dann dazu, wenn eine Operation war und der Patient hat Fieber, es ist Schüttelfrost oder sowas, dann sofort zum Arzt gehen. Ein weites Feld, vielen Dank, dass Sie da waren. Ihnen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.